Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit und gerade auch im Bereich der Bildung. Das möchte ich hier ausdrücklich betonen, weil man in der Debatte den Eindruck hat, wir würden hier zu wenig oder nichts tun. Und ich darf Ihnen auch mal die Zahlen nennen. Mit 67,75 Millionen Euro beteiligt sich Deutschland seit 2008 an der Initiative der globalen Bildungspartnerschaften. Und die Wiederauffüllungskonferenz, die derzeit tagt, wird außerdem mit 38 Millionen Euro unterstützt, weil es für uns auch eine wichtige Initiative ist. Und ich darf erinnern, dass Deutschland mit zu den Initiatoren und den Gründern dieser Initiative gehört. Auf die Erfolge wurde ja bereits hingewiesen. Und wenn hier jetzt auch die Teilnahme Deutschlands kritisiert wird, nur in Anführungsstrichen, nur mit dem Botschafter, dann muss ich sagen, ich bin gespannt, wie viel Geld die Staats- und Regierungschefs, die teilnehmen, im Gepäck haben für diese Initiative, weil ich möchte schon mal betonen, dass Deutschland, gerade wenn wir uns die EU-Länder anschauen, nämlich mit 24,67 Milliarden Dollar laut OECD im Jahr 2016 den größten Beitrag leistet, insgesamt was den Bereich der Entwicklung angeht. Frankreich zum Beispiel 9,5 Milliarden Dollar. Das nur mal als Beispiel. Und im Übrigen auch die EU-Gelder, die fließen im Bereich der Entwicklungshilfe, enthalten deutsches Geld. Nicht zu vergessen. Uns ist wichtig, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass, das ist auch vorher schon mal kurz angesprochen worden, dass die zur Verfügung gestellten Gelder natürlich auch abgerufen werden. Es hilft uns ja nichts, wenn die Gelder zwar da sind, aber sie nicht abgerufen werden. Und deswegen unterstützt Deutschland hier auch die Regierungen und Nichtregierungsorganisationen, die Mittel abzurufen und dann auch zielgerichtet einzusetzen, nämlich mit 20,6 Millionen Euro. In Ihrem Antrag, liebe Grüne, berücksichtigen Sie eines nicht. Sie betrachten nämlich ausschließlich die globale Bildungspartnerschaft. Sie berücksichtigen nämlich nicht, was Deutschland insgesamt alles leistet. Ich habe schon erwähnt, dass wir die größte Gebernation im Bereich Bildung sind, denn wir fördern die Ausbildungswege von der Grundschule über die Sekundarschule bis hin zur beruflichen Bildung. Wir arbeiten mit über 60 Staaten im Bereich der Bildung zusammen und in 11 Staaten ist es auch unser Schwerpunkt. Das ist uns über 190 Millionen Euro wert. Herzlich bedanken möchte ich mich beim Bundesminister Gerd Müller, heute vertreten durch den Staatssekretär Silberhorn, für das Sofortprogramm, das auch aufgelegt wurde. Das möchte ich auch betonen, insbesondere im Bereich Krisen und Flucht, zur Linderung dieser Auswirkungen, dass wir hier auch den Schulunterricht in den Aufnahmeländern unterstützen. Das kann sich wirklich sehen lassen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland ist ein gefragter Partner, was auch den beruflichen Bildungsbereich angeht. Die berufliche Bildung wird häufig schlecht geredet, aber wir sind hier wirklich stolz auf unser Berufsausbildungssystem und es exportieren wir auch in andere Länder. Und damit stärken wir die Berufsqualifizierung und erhöhen auch die Beschäftigungschancen. 190 Millionen, nur mal kurz eingeworfen, wie viel uns das wert ist. Und ich möchte den Blick etwas weiten. Schauen wir doch mal die anderen Haushalte hier auch an, von den anderen Ministerien. Das Auswärtige Amt, knapp 300 Millionen Euro für kulturelle Bildung, für Auslandsschulen etc. Und auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im Übrigen, das ist überhaupt nicht zur Sprache gekommen heute, eine eigene Afrika-Strategie nämlich aufgelegt mit über 30 Maßnahmen. Und zwar zur Zusammenarbeit bei Bildung, bei Forschung, bei Innovationen und im Übrigen auch bei den Herausforderungen, zum Beispiel Thema Klima, Thema Wasserversorgung, Thema Energie, beim Aufbau der Forschungseinrichtungen, beim Aufbau der Hochschulen und auch eben im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Auch hier über 6 Millionen Euro, die im BMBF hier, hier zur Verfügung stehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Deutschland steht zu seiner Verantwortung, das betone ich ausdrücklich. Und wenn wir aber über die Entwicklungszusammenarbeit sprechen, dann müssen wir das Große und Ganze sehen. Kein Programm, ich betone, kein Programm und keine Initiative darf man in dem Bereich isoliert betrachten. Deutschland leistet viel im Bereich der Bildungspartnerschaften, und diesen Weg wollen wir weitergehen. Und wir werden auch in den weiteren Beratungen, es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, der Deutsche Bundestag ist der Haushaltsgesetzgeber und nicht das Ministerium. Also deswegen werden wir auch haushalterisch hier beraten, inwieweit wir weitere Mittel zur Verfügung stellen können. Wir plädieren auf Überweisung des Antrages in den Ausschuss zur weiteren Beratung. Und wenn Sie dem zustimmen, dann können wir gerne im Ausschuss hier uns darüber unterhalten. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Sonja Amalie Steffen das Wort.